Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und Entschuldigung und herzlich willkommen zurück zu The Division. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Crazy Freak. Hallöchen. So, jetzt zum großen Test. Rivano war nämlich die ganze Zeit nicht zu Ohren, war normale Lautstärke und jetzt der Rivano. Hallo. Okay, es geht heute. Hey. Er hat sich diesmal zusammengerissen. Ja, ich bin extra schon 6 Kilometer vom Mikro weggegangen und hab voll geschrien. So, der Einzige, der sehr oft bei mir übersteuert. Also. Ja, ja, ist wirklich der Einzige, der immer im roten Bereich bin. Aber unter Aufnahme sind wir gleich. Steuerbord, Backbord, voraus. Das muss man aber auch sagen, das liegt an der Helligkeit seiner Stimme, weil der hat so eine Nag-Nag, so eine Entenstimme. Nag-Nag, das liegt einfach daran, dass ich voll laut werde. So, okay. Das ist voll der Schneesturm gerade. Ne? Und zwar haben wir heute vor, ich guck mal jetzt gerade hier auf der Map rum. Ja, sag Bescheid, wo du drauf bist. Wo ich drauf bin, ist wurscht. Du hörst ja dann den Funk sowieso. Du musst selber auch drauf gehen. Achso. Also ich wäre, dass wir nach Einsatz gehen und einfach auf dem Weg alles mitnehmen. Ich würde sagen, wir machen hier drüben, genau, wir machen hier drüben diesen... Ach mein Gott, jetzt kommt schon das Funkgerät wieder. Technology-Einsatz, ne? Genau, wir wollen nämlich jetzt die Technology-Sache freischalten, endlich mal den ersten Dings. Und da würde ich sagen, wir gehen da hinten zu dem Einsatz. Ich markiere den mal und jetzt geht's los. Die Stromversorgung ist eine unserer Top-Prioritäten. Und unsere beste Chance auf eine sichere Stromquelle ist die Leitung durch die Pathway-Baustelle. Ein kleiner Trupp unter dem ehemaligen Pionier Paul Rhodes hat die Aufgabe übernommen. Sie sind nicht wieder rausgekommen und ihr Funk ist tot. Sichern Sie uns den Strom und holen Sie Rhodes daraus. In der Reihenfolge. Eins ist wichtig, das andere essentiell. Rivano, darfst auch mitkommen, ne? Ja, ich hab zugehört noch auf der Karte. Du kannst von der Map weggehen. Du brauchst nur einmal draufklicken und dann kannst du wieder weg von der Map. Ja. Boah, übel geil. Da bin ich mal gespannt. Okay, das Problem heute ist, wir sehen nichts. Ich sehe schon, ey, das sieht echt krass aus. Ja, weil jetzt gerade dunkel ist und Schneesturm, wie es aussieht, irgendwie sowas in der Richtung. Achtung, Gegner. Ja. Ey, die haben uns aber als erstes gesehen. Nee. Die haben den Typen. Ach, das sind welche von uns dabei. Ach, deswegen. Boah, Sprengstoff ist rein. Jawoll. Einer ist tot. Leute, ich habe auch für euch eine Wand, wenn ihr sie braucht, ne? Alter, bist du ja wie ein Blindtier, ne? Achtung, Knüppelfrau, Mann. Danke, Knüppelmann tot. Ich muss nachladen. Aus dem Knüppel. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Rivano, du schreist schon wieder so sehr. Ja, ich hab nur... Meine Knarre nachgemacht. Das wird auch nicht aufhören bei seinem Organ. Achtung, ich habe eine geheiligte Kiste gefunden. Komm bitte her. Ja, hier hinter dem Eiswagen. Oh, ich habe ein Holster bekommen. Ein Holster. Ich habe eine Waffe bekommen. Ein Waffeleisen? Eine Waffe. Ja, eine gute. Ich habe auch eine Waffe. Und zwar eine M870 Militärversion, aber ich werde die gleich wieder zerschroten, denn wir brauchen die sowieso nicht. Jetzt habt ihr mir hier die Kamera. Das ist doch eine Pistole, ne? Nee, das war eine Schrotflinte. Ich hab eine blöde Scar. Wenn ich sag eine M800 noch was Schrotflinte, dann ist das eine Schrotflinte. Ich hab nur M870 gehört. Könnte auch Pistole sein. Schön, dass nicht jeder war. Weil crazy. Ein weißes. Doch, es gibt irgendeine M. Ach nee, boah, M9 ist Pistole. Okay. Achte mal, wie die Schneeflocken aussehen. Das sind richtig kleine Sternchen. Geil. Oh. Jingle Bell. Also wir müssen echt, also ich würde sagen, wir machen mal keinen Sprint dorthin, dass sich vielleicht das ein bisschen legt hier. Das ist ja Wahnsinn. Das ist Achtung, hier ist noch was. Ich habe was entdeckt, ich glaub, Freunde. Aber das ist kein Schnee. Ein Laptop. Das ist Dreck und so ein Gedöns. Ich habe noch nicht angeklickt. Kommt mal bitte alle her, Pläne, weil wir quatschen müssen. Also, und was wirst du später machen, wenn das alles vorbei ist, meine ich? Oh, ich leg mir einen heißen Schlitten zu und fahr nach Westen. Und in Cali suche ich mir einen knackigen Typen und zeig ihm, wie wir es an der Ostküste machen. Oh Mann, das wäre ein Ding. Oder die Schnelle aus diesem Film. Die mit den Autos. Ja, der wüsste den Schlitten zu schätzen. Und auch die Lady am Steuer. Einfach vorfahren und yo, Schnittchen, fahren wir eine Runde? Mann, das ist geil. Ich will bloß ein markierte Position in der Nähe. Was könnte ich gewesen sein? Ich denke nur an Steak. Oh, komm mal hier drüben, ich spritze wieder ab, markiert es.
Oh, wie geil. Nicht schlecht. Wir sind gleich bei. Yeah, erstmal ordentlich weggemäht. Also ich will ja nichts sagen, aber wir machen ja wahrscheinlich die Technologiemission wieder auch schwer, oder? Was sagt ihr? Ja, klar. Das ist das Wolle. Das war so ein GPS, ja. Mit GPS hier, bei dem Schneesturm. Könnte Bayern sein hier. Wir haben auch nur Schneesturm. Granate. Hinter der Wand tot. Bereit machen zum Kampf. Oh, ich finde die Geräusche voll geil. Ratatatatatat. Vor allem, wenn die Schalte immer drauf ist. Mhm. Ich will nicht treffen, Mann. Ja, das ist ziemlich dunkel. Ja, die sind auch hier alle hinter Deckung, die Decke. Ich hab mal deine Deckung verstärkt, Quasi. Achtung. Deine Deckung ist verstärkt. Ja. Da kriegt man halt critical Schaden. Ja, ja, ich bin ja hinter dir. Okay. Gnaden. Und ein Hund rennt weg. Von links. Lass den Hund leben. Links ist da, wo der Daumen rechts ist, ne? Ja, oder? Je nachdem, wie oben du den Daumen hältst. Ja, ist doch so. Rein theoretisch hast du vollkommen recht, ja. Was ist denn mit Menschen, die kommt zwei linke Hände haben? Kommt drauf an, warum du den Daumen ran gemacht hast. Eigentlich wollte ich sagen, kommt drauf an, warum du die Hand hast. Aber, ja, eben, deswegen, warum du den Daumen hältst, war ein bisschen. Ja, ich kann den so und so um ranstecken. Hm, keine Ahnung. Ja, das ist immer drehend, war. Wie bei Exorzismus, wie den Kopf, ne? Einmal komplett rum, genau. Wie die Eule. Ja. Hinter mir bist du. Müssen hier in dem Bereich bleiben. Ja, ja, ich will aber trotzdem meine grünen Teile haben. Einfach weil ich es möchte. Du kannst die immer noch nehmen. Nein! Ich hab Angst Three. Davor. Sind an ihrer Position und startbereit. Gnadenlieferung. Wundervoll. Oh, was ist denn jetzt? Da ist noch einer. Voll. Bam, den habe ich voll weggeordert. Pechflügel gab es sogar 60%. Cool. 60%. Genau das, was wir brauchen. Ja, das war wieder so eine Dreiecksmission. Klingt auch irgendwie komisch. Dreiecksmission. Naja, verstehst du? Diese Dreiecke halt. Da kommen unsere. Die kommen direkt aus dem Loch raus. Ohne Witz, wir sehen die Mission was. Geschafft, kommen ja dann. Das ist so nach dem Motto. Hey, ich wollte euch ja helfen, aber wir waren zu spät. Ja. Ja. Ja, ist doch realistisch. Nee, nur nachts gibt's Schneestürme. Die Teile, die fliegen immer noch rum. Das ist Staub oder von dem kontaminierten Kram oder was auch immer. Das ist der Virus, ist das. Sollen wir annehmen? Und zu spät. Ja. Sarah wollte die Baustelle als Massengrab nutzen, was das Interesse der Cleaners daran erklärt. Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Kontakt, aber tun Sie, was nötig ist, damit Rhodes uns den Saft wieder andrehen kann. Das heißt, falls er noch lebt. Okidok. Hat die jetzt gerade Cleaners gesagt? Sind das jetzt die andere Gangster? Cleaners sind die mit dem Flammenwerfer. Okay, ach, U-Bahn. Leichen. Ach, das ist auch von der Beta. Auch schwer, bitte. Leichenhalle? Nee, echt? Okay. Doch, die gab's auch in der Beta. Gibt's auch noch eine andere Stufe? Außer schwer? Ganz schwer? Brutal? Keller? Was das Interesse der Cleaners daran erklärt. Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Kontakt, aber tun Sie, was nötig ist, damit Rhodes uns den Saft wieder andrehen kann. Das heißt, falls er noch lebt. Jawohl, Sir. Ah, da unten sind sie, ja. Boah, neu. Moment. Unterebene 3. Warte mal, ich mach gleich den Scanner durch. Ja, ich mach Deckung an. Achtung, ihr seid gedeckt. Die Deckung befestigt. Okay, ihr seid drin. Und jetzt würde ich sagen, visieren wir den an und Feuer, oder? Sag Bescheid. Los. Ready? Los. Go. Ich hab genau auf den Tank geschießt, Alter. Aber geschießt. Oh, der hat daneben geschießt, liebe Freunde. Ey, du bringst mich gleich am Anfang zum Lachen. Wir verrecken alle. Der hat daneben geschießt. Schießt. Alter, geh kacken, Alter. Köttelt, ja. Oh, mein Lebensenergie ist gerade nicht mehr ganz so bunt, aber ist gar kein Problem. Ich werfe eine Granate. Alter. Joano, geh da weg. Jawohl, ich hab den ganzes Magazin reingebuttert. Du hast Scheißdreck, ich hab meinen schönen. Ja, schönen Schrotflinte hab ich den. Da muss den Tank genau erwischen. Das ist das. Irgendwo muss noch einer hängen. Oh, hier. Alter, du musst dann mal den Tank treffen. Boah, du machst aber einen guten Schaden, ja. Der Gummio.
Onkel macht hier einen auf Rambo und geht da runter. Geschießt hat er. Geschießt. Ja, die Tanks abschießen bin ich gar nicht so ein Fan von. Die gehen dann zwar eher drauf oder zieht schön ab, aber... warte mal, hier drüben irgendwo. Aber, achtet mal bitte. Aber ja, das Ding ist halt eben, du kriegst halt kein Loot, weil Kopfschüsse zählen besser. Achtet mal bitte, liebe Freunde, hier sind ganz viele von diesen explosiven Fässern. Wahrscheinlich laden die damit ihre Flammenwerfer auf. Deswegen würde ich sagen, dass wir immer darauf achten, dass wir die auch abballern. Wo soll ich die Stellung befestigen? Sag mal was. Keine Ahnung. Ja, irgendwo, wo wir kämpfen. Dann lass uns hier kämpfen, hier, bei Onkel. Ja, ich mach auf Distanz, ich sniper gerade. Okay. Ja, ich habe die Stellung befestigt. Da hinten stehen sie. Achtung. Ja, jetzt hauen sie wieder ab, die Säcke. Schiss haben sie. Schissbuchsen sind das. Alter. Boah. Okay, Jungs. Achtung, da kommt oh, einer. Scheiße, da kommt. Oh, ich muss nachladen. Verdammt. Ja, auf das Fass, auf sein... Ja, gut. Schön. Ach. Den haben wir voll weggesprengt. Blablabla, Cleaners, wir sind die Mega-Cleaner. Noch einer. Komm zu uns. Der ist kaputt. Also ohne Witz, wenn wir mal eine Zombie-Apokalypse feiern, dann möchte ich bei den Cleaners wohnen. Ich glaube, so ein Flammenwerfer tut die Zombies ja gut desinfizieren, oder? Weg. Zack. Hat's dich jetzt mitgeblendet? Grüßig. Nö. Ja! Achtet mal bitte auf Kisten, ob ihr hier eine geheilige Kiste oder so findet. Ich hab's Fenster aufgelassen. Entschuldigung, jetzt hört er die ganze Zeit irgendwelche Autos und so vorbeifahren. Ist mir gerade aufgefallen, als ein Moped vorbeigefahren ist. Ja. Mein Gott, auf deiner kleinen Straße, was für eine mit 30er Kiste. Ich kenne die heilige Granate. Hey. Heilige Kiste. Nein, hier ist keine 30er Zone. Warte mal, hier ist aber irgendwas. Echt nicht? Hier drin? Ja. 100 war es, ne? Hier, komm mal hier rein. Hier ist eine Kiste. Da kommen noch mehr Gegner. Achtung. Ich hab grad eine Tür aufgemacht. Ja, ich komm. Aber da kommen trotzdem Gegner, die sind so und wollen. Ah, lass sie doch kommen, mein Gott. Die wollen uns. Die haben ein Schild. Kutsche Klasse 10. Ich hab irgendwie einen Schoner bekommen. Der hat eine Axt in der Hand. Ach, das sind die modernen Knüppelleute. Axt und Schild. Ja, immer im Kopf. Aber so wie wir am Anfang über diese Typen gelacht haben, mit den Schilden, mit den Äxten oder mit den Basies, ne? Die sind ganz schön gefährlich, die Drecksäcke. Ja, vor allem One-Hit, ne? Vor allem One-Hit, ja, dann war's das. Wenn die in der Masse auf dich zugestürmt kommen, hast du... Ja, ich geh mal ganz kurz ausrüsten. Hä? Ich habe immer noch was Neues? Was habe ich denn noch Neues? Muss gucken, wo ein Ausrufezeichen ist, wer weiß das. Naja, ich guck gerade. Oh, achso, das war ja für irgendwie Kleinkaliber, genau, das habe ich mir extra aufgehoben. Hab ich nicht für eine Schuhe, aber die sind mal wieder. Für eine bessere Pistole, wenn ich mal eine habe. Ist ja ein geiles Level, ne? Sich so nach unten zu fetzen. Ey, ich bin wieder eine Scar, ey, ich krieg hier andauernd in neue Scar, ne? Scarland. Geil, Scar. Oh, ja, krieg ich. ABC. Wie sieht's aus bei euch? Eure Lebensenergie ist nicht mehr so die bunteste? Wie? Was? Bunt? Bunt? Geh lang. Meine ist wieder voll. Seid ihr ready? Ich will töten. Also ich komm. Also ich weiß nicht, wie crazy? Ja. Ich will die Cleaners cleanen. Oh krass, was ist das? Vorsichtig. Warte, ich mach mal einen Puff. Wahrscheinlich. Der Ecke lassen. Gerade unser Wunschkandidat. Er hat das nötige Fachwissen, aber es heißt, wir müssen hier runter, aber das heißt, dass was eine nette Umschreibung für paranoides Arschloch ist. Alles umsonst. Paranoides Arschloch. Was? Jetzt haben wir wieder verquatscht. Er ist ein Arschloch, der Cleaner Man. Ach ja, das kenne ich noch aus der Peter, stimmt. Das stinkt, du bist ein Arsch. Kommt mir nicht ein ganzer Arsch voll, soweit ich mich noch entsinnen kann. Ja, ich mach mal hinter dir. Soll ich noch Granate? Ich müsste von Deckung zu Deckung. Sonst Achtung! Granate, die haben uns schon gesehen, los. Voll drauf, Leute. Voll drauf. Immer schön auf die Rübe. Weg. Nummer 2 auch weg. Oh, wundervoll. Das aber es kommt noch mehr. Oh, andere Seite. Ja. Leider sehe ich nichts, es ist echt dunkel. Hinter mir ist auch noch einer. Zwei, kommt der nächste. Ich helfe mal dem Onkel. Au. Ja, Deckung. Schön ins Gesicht geschossen. Wunderschöne Arbeit.
Alles so. Zieht überhaupt nicht ab, will er mich verarschen. Na doch, ein bisschen. Ist das weg? Mensch, ja. Ich drücke mal auf die. Mann, endlich. Granate, Granate kommt, Granate wird gesucht, Granate kommt. Granate kommt. Wie ich halt mit dieser Waffe verziehe, das ist der Wahnsinn. Boah. Jawoll, wieder einer weg. Einer ist noch. Da ist noch einer. Hier hast du ein Geschenk. Pass auf, mach bumm. Ja, hast der Mann mit hochgejagt. Und der ist tot. Alter, da kommt noch schnell. Einer. Kommt noch einer. Boah, ich hab ganzes Magazin auf den Grotz. Und der ist gleich Matsch. Na, die haben gute Rüstung. Nein, du sagst es nicht. Ey, der macht den Flammenwerfer an. Das habe ich ihm nicht erlaubt. Junge, ich hab dir gesagt, sei ruhig. Sei ruhig, sonst sei ruhig. Boah. Du steckst dich in der Leiter, also, der Sack. Also Kisten gibt's hier nicht. Alter. Ich kann immer nur ein er hat mich erschossen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Einmal so. Vier, danke. Er hat kann immer nur in Abständen ledig. Schießen, weil das Ding übelst nach oben zieht. Ja. Ja, das machen die AKs oder die Schnellschussgewehre. Ah, da ist was Grünes. Ich muss kurz einsammeln. Ah, hier ist, ein Dings drin. Ich hab keine AK. Ich hab eine RPK. Ja, ist aber halt seine. Hier, Schnellfeuerwaffe. Hier ist was drin. Da oben sind keine Kisten. Eine Auffüllkiste. Ein Wasser. Oben bekommen, sind keine ne? Kisten. Okay. So, da wo Rivano gerade rauskam, ist auch noch was. Ja. Wasser. Hä? Bist? Hier. Der Tür. Ein Wasser. Da. Da reingehen. Ein Wattroll. Ein Watt. Immer wieder okay. Voll. Seid ihr soweit? Dann geht's weiter hier. Warte, ich will mal schnell nachladen alles hier. Das ist sonst einfach Viereck drücken. Ja, ich muss dreimal Viereck drücken, weil ich ja drei Waffen habe. Oh, ein Hund. Ein Hund rennt weg. Lauf, Hundi. Wir haben die Info, dass mehrere Teams der Cleaners vor Ort sind. Sie wollen die Infektion ausbrennen. Warte mal, ich mach Scanner. Der Leute, die versuchen, sie aufzuhalten. Naja, ist eigentlich ganz nett. Sie arbeiten in Teams. Oh, da hinten sind sie. Achtung, ausbrennen, das ist doch ganz nett. Ich gehe hier vorne an die Deckung, oder? Warte, geh zurück, Onkel. Das sind alle Sprengfässer. Die will ich in die Luft jagen, wenn die kommen. Geh weg da. Und Crazy auch. Du stehst direkt vor so einem Fass. Ja, das sind vier Mann. Die kommen sowieso nicht. Ja, hin. Die doch. Da kann man auf jeden Fall viermal sprengen. So, die laufen nämlich direkt in das Fass. Ich schieß. Ja, auf das Fass. Boah, geil. Und hier auch nochmal. Ja, das ist auch so richtig gebracht. Den, da war doch einer links. Den hat's doch erwischt. Zwei Schutzschilder weg, na klar. Oh Leute, die Müll, die sind gut drauf, die Jungs. Ja. Boah, der hat mich gekillt. Hilfe. Crazy, bist du? Einmal vier. Ja, hinter dir. Ganz nah bei dir. Und tot, alles Blatsch. Gut. War's das? Jo. Ja, fürs Erste. Erstmal war's das. Okiduk. Oh, hier ist den ersten Kampf, meine ich. Unten ist wieder was Neues markiert. Da ist nur eine kontaminierte Zone. Achso, das ist der kontaminierte Bereich. Wo wir jetzt reinkommen, weil ich mich noch. Wow, das sieht schon geil aus, wie das hier brennt. Scheiterhaufen, oder? Warte mal, hier sind noch. Geht man noch nicht vor. Hier sind noch Räume, aber da ist nichts drin. Die haben irgendwelche Menschen geopfert. Wahnsinn. Na, hier ist Leichenhalle, haben sie doch gesagt. Leichenhalle naja. Ist hier. Ja, hier ist die Leichenhalle gewandelt. Boah, krass. Alter. Mhm. Oh, meine Energie. Krass. Ja, das ist die Leichenhalle. Hier werden erstmal alle reingeschmissen. Und alle verbrannt. Deswegen ist das die kontaminierte Zone, weil da drüber. Okay, kommt man hier außen rum irgendwie? Nee. Aber hier wird nur Filter 1 verlangt. Mit dem Projekt sollte das U-Bahn-System ausgebaut werden. Es war noch nicht fertig, als die Dollargrippe ausbrach. Öffentliche Bauten in New York folgen ohnehin ihrem eigenen geht Zeitplan. Nicht nach links, geht hier lang. Hier ist nämlich was. Weiß ich nämlich noch. Warnung. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Hast sehr gut aufgepasst. Ey, der Onkel. MP7. MP7. Also nicht immer den offensichtlichen Weg gehen, ne? Ist mal woanders lang gehen. So. Das ist halt Rollenspiel, ne? Man muss ja doch noch ein bisschen das was gefunden. Das haben auch andere Spiele.
Ja, okay, warte, ich stelle mich mal hier ran und mach mal einen Scanner. Aktivieren Sie das Energierelais. Keine Gegner? Nö. Die kommen noch. Dann verlassen wir das. Onkel, bleib mal stehen. Ich würde sagen, dass wir hier ganz spannend an der Stelle Cut machen, oder? Ist das schon wieder so weit? Ach, von der Zeit. Ja, von der Zeit wird's passen und dann wird's auch echt spannend weitergehen im nächsten Part. Warte mal, hier geht's eine Leiter runter. Warte mal, ich geh mal hier runter. Ja, das nehmen wir noch mit. Ja, da ist was. Ja, da ist was. Das ja, das nehmen wir noch mit. Auf jeden Fall. Gar nicht. Ich glaube, da ist eine Kiste oder sowas. Na, hier ist ein Rucksack. Da gibt's irgendwas, was ich nicht einsammeln kann. Und das war's auch schon. Ja, liebe Freunde, da würde ich sagen, mit diesem etwas leeren Rucksack, also zumindest vollen Rucksack, der für mich leer erscheint. Wow, crazy. Man sieht doch wahrscheinlich schwer und nach einem Umweg, Alter. Und da würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es hier dann weitergeht. Diesen wunderschönen Schacht hier, das wird geil. Ich denke mal, das wird noch episch hier. Irgendwie im Underground. Genau. Und ja, und das Ganze, ne, auf schwer. Andere Let's Player, die zocken das alles auf easy. Aber wir machen das auf schwer, meine lieben Freunde. Und die Oberpros sind. Genau. Auf Hardcore. Genau. Und stört es halt nicht. Und stört es halt nicht, ständig zu verlieren. Und dann würde ich sagen, schaut doch bei den anderen Kanälen vorbei. Crazy Gamers Check GP und Rivano, Rivano LP. Und da würde ich sagen, bis denn. Ciao. Ciao. Tschüss.